Hallo, ich bin Steve Classic und heute geht es darum, wie ihr bei Magic Video Deluxe ein Video rückwärts abspielen lassen könnt. Da braucht ihr einfach nur eine Videodatei, eine x-beliebige, die ihr wollt. Ich habe jetzt schon eine vorbereitet und im Endeffekt sind es nur wenige Schritte. Ich zeige euch die direkt mal. Das Video muss natürlich bei euch in der Line rein. Dann geht ihr auf Effekte, dann geht ihr auf Videoeffekte, dann geht ihr auf Geschwindigkeit. Die Videodatei muss natürlich angeklickt sein, sonst wird es bei euch nicht angezeigt. Und dann hier unten unter Framerate steht rückwärts, da macht ihr ein Häkchen und lässt das Video einfach mal abspielen. Magic! Ja, so einfach ist es. Ihr könnt damit so viel machen. Ich habe jetzt einfach nur ein Taschentuch als Taschentuchpackung als Beispiel genommen. Ihr könnt einen Bleistift, ihr könnt eine Szene drehen. Wenn eine Person durchs Bild läuft, plötzlich stehen bleibt, wieder rückwärts läuft, vorwärts läuft, wieder rückwärts läuft und dann einfach weiter durchs Bild läuft und raus ist. Also damit kann man sehr, sehr viel an Videoeffekt machen. Probiert es einfach aus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, schreibt natürlich auch immer in die Kommentare. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es nicht, lasst ein Like unten. Und natürlich abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt. Das ist kostenlos. Ihr bekommt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video da ist. Und ja, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Steve Classic. Ciao.